Autoscout24 bietet künftig auch Autoabos an. Allerdings will die Online-Börse nicht mit einem eigenen Abo-Dienst an den Start gehen, sondern arbeitet mit verschiedenen Anbietern zusammen. Das teilte Autoscout24 am Donnerstag mit. Die Börse stelle die Auto-Abo-Modelle ausgewählter Anbieter unter einem Dach vergleichbar. Mit einem Auto-Abo bieten wir unseren Kunden neben dem An- und Verkauf und der Finanzierung nun eine weitere Möglichkeit an, die besonders viel Freiheit, Komfort und Sicherheit bietet, sagte Jochen Kurz, Direktor Produkt bei Autoscout24, laut Pressemitteilung. Allerdings können Kunden das Abo nicht direkt abschließen. Stattdessen erscheint bei Auswahl eines Abos der Button Anbieter kontaktieren, über den Kunden ihre Kontaktdaten eingeben können, die dann wiederum an den ausgewählten Anbieter zur Kontaktaufnahme weitergegeben werden. Autoscout24 war zuletzt als Übernahmekandidat in den Schlagzeilen. Angeblich fordern Finanzinvestoren die Aufspaltung des Mutterkonzerns Scout24. Berichten zufolge soll das Berliner Startup Auto ein Interesse an Autoscout24 haben.